Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Heute geht es um den Fiat 500e, aber mal ausnahmsweise nicht von Lea moderiert, sondern von mir, weil das Thema, um welches es heute geht, eher so in meinem Ursprung liegt, in meinem Interessengebiet. Lea findet es zwar auch total interessant, aber ja, ich habe es angestoßen. Deswegen mache ich das heute mal. Und zwar geht es darum, wenn wir den Fiat 500e ein bisschen näher kennenlernen wollen, mehr Informationen rauskitzeln. Ihr wisst, ich bin ein Telemetrie-Junkie und ich würde gerne mehr von dem Fahrzeug erfahren. Was meine ich hier? Ich meine zum Beispiel jetzt Ladegeschwindigkeit am Fahrzeug auslesen, Batterietemperatur und vieles mehr. Bei den meisten Fahrzeugen kann man ja über OBD, also über die OBD-2-Schnittstelle im Fahrzeug, Dinge auslesen. Das war bei dem Fiat 500e nicht so einfach bisher, weil das da nicht so viele kompatible Programme gibt. Der Dongle lässt sich zwar mit verbinden, aber ja, bisher war da noch nicht so viel. Ich habe dabei jetzt was gefunden, das gibt es auch schon länger, und habe es auch ein bisschen getestet und das will ich euch zeigen. Wofür brauchen wir das? Ja, zum Beispiel war ich gestern hier an der Ladesäule schon und da wollten wir ja ablesen, und zwar die Ladegeschwindigkeit. Und was war mit der Ladesäule? Sie hat rumgesponnen. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, wir haben jetzt hier das Display. Jetzt drücke ich hier bei Ladevorgang drauf. Ach, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Die ganze Zeit war es irgendwie verzerrt und gestern konnte man die Knöpfe gar nicht drücken. Software total verbuggt. Ja, jetzt sehen wir jetzt 78 kW Ladeleistung. Gut, schön. Können wir jetzt hier sehen, aber gestern ging es nicht. Und am Fahrzeug selbst haben wir auch keine Möglichkeit, das auszulesen. Deswegen, ich setze mich mal rein kurz und wir machen es mal an. Und dann können wir hier unten sehen, dass wir während der Fahrt, was wir da verbrauchen und was die Klima verbraucht, aber halt durch den Motor. Und wir sehen aber keine Ladegeschwindigkeit, auch vorne im Display nicht. Wir sehen nur die Ladedauer etc. Ja, dafür gibt es aber eine Lösung. Und zwar hat sich da eine Firma drauf spezialisiert, und zwar hat hier, das nennt man Power Cruise Control, hat das entwickelt. Das ist ein OBD-Dongle, den steckt man über in den OBD-Port und dann gibt es eine App dazu, eine passende für das jeweilige Fahrzeug übrigens. Und wenn man sich die runtergeladen hat, kann man Daten auslesen. Und welche das sind und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. So, ich würde sagen, wir packen das jetzt gerade mal hier auf dem Fiat-Dach aus. Das sieht nämlich ganz schön aus mit dem La Prima-Dach hier mit dem Fiat. So, das ist diese Box und wenn ihr die Webseite sehen wollt, könnt ihr hier da www.powercruisecontrol.com. Das Teil, dieses Paket hier, habe ich bei Amazon gekauft. Das kostet hier 36 Euro. Ist einmal der OBD-Dongle und eine Handyhalterung. Ja, Handyhalterung kann man sich auch schenken, aber warum nicht? Wenn man sie hat, hat man sie. Kommt in die Lüftungsdüsen rein und ist dann mit einem Magnet, was über ein Blech, was in die Handyhülle gesteckt wird, dann fürs Handy geeignet. So, das ist der OBD-Dongle. Und hier mit diesem Teil verbindet man sein Smartphone über Bluetooth und kann dann Daten auslesen. So, was haben wir hier noch drin? Gucken wir gerade mal. Gib uns mal aus. So. Haben wir noch Aufkleber für das Cruise Control. Wahrscheinlich die Webseite oder die App, je nachdem. Dann haben wir hier die Metallplatte, die dann quasi als Magnet dient, wenn wir die Handyhalterung nutzen möchten. Und dann haben wir hier noch, eine Anleitung. Ja, eine Anleitung ist das. Gut. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich zeige euch, wie das geht. Packen wir erstmal alles wieder zurück. Ich zeige euch noch, wo ihr die Handyhalterung hinklapsen könnt. Und zwar kommt die dann hier rein. Also hier könnt ihr die dann einfach so draufschieben, zack, auf die Lüftung. Und dann könnt ihr das Handy so draufknipsen. Ist jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen ungünstig, weil einfach, ich muss noch kurz Platz machen. Ja, da kommt gerade ein Auto. So, muss man eine richtige Stelle für finden. Kann ich mal anders mal gucken. So, ansonsten nehmen wir den OBD jetzt mal mit rüber und dann zeige ich euch mal, wo der reinkommt. Da ist auch leer. So. Hallo. So, und sehen wir hier auf der Fahrerseite im Fußraum unten,
müssen wir hier unten drunter, da seht ihr den schon. Und zwar ist das diese Position. Da kommt er rein. So, nehmen wir diesen Dongle, gucken, wie rum er sein muss. Und dann stecken wir den da drauf. Das war's schon. Und dann seht ihr, er blinkt. Das heißt, er hat Strom, er hat Verbindung. Das war's. Ist auch nicht im Weg. Ist gut positioniert, gut erreichbar. Gut, dann verbinden wir den jetzt mal mit dem Smartphone. So, dazu wechseln wir jetzt hier mal auf mein Smartphone. Und dann erkläre ich euch, wie das funktioniert. Okay, hierzu gehen wir in den Play Store und geben dann ein Power Cruise Control. So, habe ich gerade schon in der Suche noch gehabt. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr euer Fahrzeug raussucht, und zwar den Fiat 500e. So, ich habe es schon installiert. Könnt ihr installieren und dann auf Öffnen tippen. So, jetzt seht ihr unten links das Auto, was da blinkt. Also unten rechts, der dritte Button auf der linken Seite. Das heißt, bei mir ist es schon verbunden. Wenn ihr jetzt hier auf dieses Bluetooth-Symbol tippt, dann seht ihr hier meine ganze Liste an verschiedenen Bluetooth-Geräten. Das könnte bei euch ein bisschen übersichtlicher sein als bei mir. Und diese OBD2-Punkte, wie zum Beispiel der hier oder der, das sind alles diese OBD-Dongle. Da solltet ihr nicht so viele drin haben wie ich, weil ich halt ständig neue teste. Deswegen, dann sucht ihr euch den passenden raus, wenn nicht, testet halt durch. Tippt ihr auf den richtigen drauf und dann verbindet sich das. Und dann seht ihr unten, dass das blinkt, das Autochen. So, das heißt, ich bin jetzt verbunden. Ganz rechts könnt ihr auch noch sehen, hier da könnt ihr in den Einstellungen noch euer Auto auswählen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier den Fiat 500e 42 Kilowattstunden Akku, La Prima Ausstattung mit 17 Zoll Felgen. Wunderbar. Es gibt auch die Möglichkeit mit den 16 Zoll Felgen oder halt die kleinere Batterie, gibt es auch noch unten. Aber ich habe schon den richtigen ausgewählt, deswegen passt das. Sounds könnt ihr auch noch aktivieren, könnt es auch lassen und so weiter. So, der Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht hier. Könnt ihr oben wieder auf dieses X gehen, dann kommt ihr zurück. Gut, wenn wir jetzt diese Seite nach rechts scrollen, dann wird es schon interessant. Dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel rechts oben die Ladeleistung. Das gleiche sehen wir auch während der Fahrt, nur dass dann halt das Minus davor nicht ist, sondern dann sehen wir den aktuellen Verbrauch, der gerade durchläuft, der gerade das Fahrzeug verbraucht. So können wir auch sehen, was Motor und Klimaanlage zusammen verbraucht. Also der gesamte Verbrauch läuft da durch. Und ja, dann haben wir noch weitere Daten. Und zwar links oben sehen wir auch die Geschwindigkeit, die gerade gefahren wird. Da wir ja gerade am Laden sind, haben wir da natürlich 0 km/h stehen. Und drunter steht unsere Fahrgestellnummer. Dann sehen wir darunter unsere 12 Volt Batterie. Das ist quasi unsere kleine Zusatzbatterie. Welche Spannung die hat? 13,9, sieht gesund aus. Da können wir auch erkennen, wenn sie gerade lädt oder ob sie nicht lädt. Da die Zündung ja an ist, lädt sie gerade. Kleiner Hinweis noch nebenbei. Dieser OBD-Dongle funktioniert nur, wenn die Zündung auch an ist. Wenn ihr das Fahrzeug ausschaltet, geht ihr in den Standby-Modus und ihr verbraucht weder Strom, noch könnt ihr dann die App nutzen, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist. So, dann haben wir die Temperatur im Außenbereich, also der Außentemperaturfühler hat gerade 19,5 Grad. Und dann sehen wir darunter noch unsere Geokoordinaten, unsere Position. Das heißt Längengrade, Breitengrade und unsere Höhe. Also bei Alt, das ist quasi die Höhe über dem Meeresspiegel. Wir sind gerade bei Frankfurt irgendwo, das kommt 137 Meter, kommt in etwa hin. Darunter haben wir dann die Zellspannungen von den einzelnen Zellen, also von den einzelnen Zellblöcken. Und zwar haben wir da Vmin, das ist die niedrigste Zellspannung, die wir haben mit 3,918 Volt und die höchste Zellspannung mit 3,935 Volt. Und hinten sehen wir auch Delta Millivolt, das ist quasi die Differenz, die unsere Zellen haben. Die ist hier 14 Millivolt oder 13, das ist nicht viel. Und wenn das Fahrzeug jetzt nicht geladen wird und steht rum, dann wird das balanciert und wird dann wahrscheinlich sogar noch geringer. Darunter sehen wir links unsere aktuelle Kapazität im Akku, in unserem Hochvolt-Akku. Das sind 26 Kilowattstunden gerade. Wie gesagt, wir sind ja am Laden und ziemlich cool, da können wir genau sehen, wie viele Kilowattstunden wir drin haben. Und das Fahrzeug ist gerade bei 71% und hat 160 Kilometer Reichweite in der Anzeige. Ja, ziemlich cool zu sehen.
rechts davon eine sehr, sehr interessante Anzeige, und zwar die Temperatur der Batterie. Ich meine, hier wird die Durchschnittstemperatur angezeigt, ganz klar. Wir haben jetzt keine einzelnen Zelltemperaturen, aber 41 Grad haben wir jetzt. Das liegt daran, weil wir gerade viel Autobahn gefahren sind und gerade schnell laden. Während der Fahrt dürfte sich dann wieder etwas abkühlen, aber 41 Grad ist eine ganz normale Batterietemperatur bei dem Wetter hier beim Schnellladen. Schon der zweite Schnellladevorgang sogar. Ja, das sind jetzt die Daten, die wir auslesen können. Das ist noch etwas, ich sag mal, überschaubar. Es gibt natürlich dann auch ganz andere Apps und so bei anderen Fahrzeugen, wo man noch viel mehr auslesen kann. Aber ich finde das für den Fiat 500 schon ziemlich viel, denn ja, anders bekommen wir diese Daten gar nicht erst. So, jetzt hat diese App natürlich noch mehr Funktionen, weil sie heißt ja Power Cruise Control. Sie heißt ja nicht Data Control oder sonst was, sondern wir können jetzt hier noch mehr Sachen machen. Wenn wir noch weiter nach rechts swipen, dann haben wir hier noch die Möglichkeit und können einen Routenplaner nutzen. Das ist ziemlich interessant. Zum Beispiel, wir sind gerade, wo sind wir denn? Hier bei Frankfurt, habe ich ja eben gesagt. Und angenommen, ich möchte jetzt nach, sagen wir einfach mal, Kassel. Wir wollen nach Kassel-Wilhelmshöhe. So. Und wir können hier angeben, wir sind wie viele Passagiere. Witzigerweise zeigt er auch 5 an. Das ist einfach standardmäßig, obwohl 5 gar nicht hier drin sitzen dürfen. So, 2 Passagiere, sagen wir mal. Und Gepäck haben wir, ja, 2 Taschen mindestens hier. Also, na. So. Dann können wir weitere Sachen noch eingeben. Wir können einen Roundtrip eingeben, also das heißt, ob er Hin- und Rückfahrt mit berechnen soll, ob wir Autobahnen vermeiden sollen, ob wir Mautstraßen vermeiden sollen, ob wir eine Dachbox drauf haben oder einen Fahrradträger. Wie gesagt, die App gibt es ja für verschiedene Fahrzeuge, auch für die Renault Zoe und für viele, viele andere. Jaguar I-Pace und ich habe sie gar nicht alle gesehen. Aber ihr könnt ja gerne mal schauen bei Play Store, da seht ihr, welche Fahrzeuge da unterstützt sind. So, das reicht jetzt erstmal. Dann können wir hier mal auf Kalkulieren gehen. Also oben habt ihr Insert Destination, das heißt, wir können dann natürlich auch dann Ladestation eingeben. Bevor ich jetzt hier kalkuliere, würde ich das vielleicht sogar nochmal tun. Und zwar tippe ich auf diese Tankstelle und dann sagt er mir hier, welche Ladestation. Zum einen kann ich mit diesem Balken hier oben auswählen, in welchem Umkreis er von der aktuellen Position bzw. von der Route suchen soll. Dann kann ich auch hier noch eingeben, was er suchen soll, ob er auch hier Typ 2 Stecker und Buchsen nehmen soll oder nur CCS. Wir wollen jetzt mal nur CCS hier. Und dann zeigt er dir im Umkreis auch an, die Ladestation. Das ist sogar relativ viele drin. Ziemlich cool. Wie gesagt, ich kann ja auch hier den Radius vergrößern, den Ladesuchradius, das dauert ein bisschen länger, bis er die alle gefunden hat. Ja, sieht man schon. Sucht er halt immer mehr. So, 97 Kilometer. So, ich will aber erstmal jetzt hier das so lassen. Ansonsten könnte ich jetzt hier einfach so eine Ladestation hinzufügen. Oder ich gebe halt selbst ein, wenn ich sie schon kenne. Lassen wir jetzt mal, wir fahren einfach mal nach Kassel hoch. Wir sind jetzt hier quasi gleich vollgeladen und dann drücke ich mal unten auf Kalkulieren. Und dann zeigt er mir auch hier alles an. Und zwar bei einer Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit wohl bemerkt, von 58 bis 58 km/h würde ich es schaffen, ohne zu laden bis nach Kassel. Kassel sind 217 Kilometer. Wir wissen, wir haben die Kasseler Berge, also eine ziemlich heftige Strecke zwischendrin. Ja, würden es also so schaffen. Wir kämen trotzdem noch mit ungefähr 3 Kilometer an. Ja gut, das ist also, der Akku wäre ziemlich leer, wenn wir angekommen sind jetzt. Also es wäre schon empfehlenswert, dass wir zwischendrin laden. Ja, unten zeigt er uns verschiedene Geschwindigkeiten an. Da können wir sagen, wenn wir schneller fahren wollen, dann sehen wir, wir kommen mit minus 6,2 Kilowattstunden an. Wenn ich jetzt mit 96% losfahren würde. Ich hoffe, ich verstehe das hier auch alles richtig. Aber wenn ich jetzt hier oben das Orangene, was er empfiehlt, antippen würde, würde er starten mit dem Navigieren. So,
Ansonsten könnte ich jetzt hier auch noch Click to Plan. So, jetzt sagt er mir, ich soll eine Ladestation raussuchen. Und ich guck mal, was gibt's denn hier? Haben wir hier irgendwo was? Er zeigt es ja natürlich nicht am entlang der Route so richtig an. Ich muss jetzt ein bisschen gucken hier. So, ich habe gerade mal den Stecker rausgezogen und wir haben die Fahrt schon mal begonnen. Das heißt, ich fahre jetzt los. Und Rasthaus Fernwald. Ja, das wäre jetzt, wenn wir über die A45 hochfahren und dann auf die A5 wechseln, wäre das eine Option. 50 kW Lader. Reinerzheim Nord Ionity. Das klingt gut. Das liegt auf dem Weg. Bis dahin schaffen wir es wahrscheinlich auch. So, das klingt nach einem Plan. Dann starten wir mal. So, das könnt ihr hier sehen. Dann kommen wir mit 5% an auf jeden Fall. Und ich tippe mal drauf. Jetzt rechnet er fleißig und wir bekommen hier eine genaue Auflistung, wie es abläuft. Jetzt bis Reinerzheim. Sind das jetzt quasi, wie viele Kilometer sind das dann? 94 Kilometer. Ja, können wir 70 bis 122 km/h fahren. Kommen wir trotzdem noch mit genug Rest an. Gehen wir jetzt auf Go. Genau, können wir jetzt in Google Maps navigieren. Yes. Jetzt startet er die Route hier von, wo sind wir denn hier, irgendwo bei Rüsselsheim oder Raunheim, ja. Und was hier auch noch klasse ist, wir können die gesamte Navigation über Android Auto auf das Hauptdisplay vom Fahrzeug spiegeln und haben somit das Smartphone für die Auslesedaten und die Reichweitenanalyse komplett frei. Ja, gut, das war aber noch nicht alles, denn wir haben jetzt hier noch eine andere Funktion. Und zwar, wenn ich die App wieder öffne, jetzt im Hintergrund, dann haben wir hier eine ganz witzige Anzeige. Und zwar, oben sehen wir in der Mitte unser Ziel. Und wir haben jetzt hier diesen grünen Bereich und den roten Bereich. Und dieses Auto, was in der Mitte angezeigt wird, der kleine Fiat 500, der wandert jetzt. Und zwar abhängig von unserer Fahrweise und unserem Verbrauch. Der ist jetzt noch im grünen Bereich, das heißt, wir kommen an. Wenn die Lea jetzt aber bei der Fahrt ein bisschen zu viel mit dem Strompedal spielt oder wir fahren zu schnell, dann wandert der Fiat weiter nach unten und ja, dann sieht das so aus, dass er uns dann warnt und sagt, hey Leute, jetzt wird's eng. So, jetzt die Lea beschleunigt gerade mal, das Auto geht runter und da, jetzt kommt er in den roten Bereich. Wenn man jetzt in den Optionen die akustische Warnung eingestellt hat, dann würde er jetzt piepen, damit man weiß, oh, ich fahre jetzt viel zu schnell. Das könnte eng werden. So. Wie das tatsächlich sich auswirkt, ob das wirklich dann knapp wird oder so, das müsste man noch herausfinden. Wobei Reinerzheim von hier aus schon ein Stück entfernt ist. Ja, wir fahren jetzt gerade 100 und haben 83%. Also es sollte eigentlich klappen. Aber er warnt uns trotzdem, ja, wenn wir jetzt hier so fahren, dann wird es eng. Und heißt ja noch nicht, dass wir gar nicht ankommen. Ja, ist eine ziemlich coole Sache, eine ziemlich coole Funktion. Und das war es eigentlich auch schon an Funktionen. Ich kann ja gerade mal hier den Ton mit einstellen. Und jetzt wandert das Auto auch schon wieder in den grünen Bereich, weil es gerade nur auf 90 gegangen ist. Ja. Das ist die App, die ich euch zeigen wollte. So, jetzt kann ich hier noch nach rechts scrollen, wenn ich will. Also ich kann die Anzeige mir anzeigen lassen und ich kann nach rechts scrollen und kann halt hier auch die Daten sehen. Dann seht ihr oben am oberen Rand nochmal das kleine Fahrzeug. Das ist ein bisschen eleganter nochmal gemacht. Da habt ihr auch wieder den roten Bereich, wenn wir zu schnell fahren oder so. Oder zu viel verbrauchen, besser gesagt. Dann geht er Richtung dem roten Bereich. Aber der grüne Bereich wandert auch natürlich nach rechts, wenn wir jetzt sparsam fahren. Also wenn wir effizient fahren, die App muss ja quasi kalkulieren, aber sie macht es über den OBD-Dongle und erkennt direkt, wie viel Strom wir verbrauchen. Das heißt, sie passt sich an. Ne? Und das ist ziemlich praktisch. Wenn man jetzt Reichweitenangst hat, ist man hier dann mit diesem
Jetzt haben wir einfach ein optisches Symbol auf der sicheren Seite. Man sorgt dafür, dass das Auto im grünen Bereich bleibt und dann ist man auch safe. Ja. Oder man zeigt es hier groß an und kann hier auch nochmal die Route sich anschauen oder ändern. Ist eine ziemlich interessante Programmierung. Ups. Ich kann wieder auf X gehen, genau. Ja, das war's, was ich euch zeigen wollte. Hier rechts seht ihr dann doch so ein bisschen schon an den Tesla angelehnt. Mit diesem Graph hier unten. Sagt auch schon, wann wir ankommen. 17:03, 17:04, je nachdem, wie schnell wir fahren. Und wir können auch jederzeit noch hier irgendwelche Gepäcksachen ändern und sonst was. So, ich beende jetzt mal diese Routenführung hier und gehe mal zurück auf die Anzeige nochmal. Ihr könnt jetzt sehen, die Temperatur nimmt schon wieder ab, weil das Laden ist beendet und ja, wir sind wieder am Fahren. Haben jetzt 30 Kilowattstunden drin, sind 82%. Das ist ja die App mit dem Cruise Control oder wie heißt es so schön, Power Cruise Control, was ich euch zeigen wollte. Ja, und so habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen mehr Informationen aus eurem Fiat 500e herauszubekommen. Was ich gerade gezeigt hatte jetzt, dass während der Fahrt oben in der Anzeige die Kilowatt jetzt auch angezeigt werden, die jetzt gerade verbraucht werden. Da könnt ihr eure Fahrweise ein bisschen anpassen, dass es vielleicht auch sparsamer wird. Einfach, weil ihr mehr Informationen bekommt über das Fahrzeug. Ihr könnt auch im Winter, wenn ihr seht, oh, der Akku ist noch viel zu kalt und wollt an die Ladesäule zum Schnellladen, dann könntet ihr den auch noch mal warm fahren. Aber beim Fiat 500e ist das gar nicht so empfindlich, weil der hat eine echt gute Batterie drin. Und ja, bis jetzt hatten wir da noch keine Probleme im Winter. Das war's auch schon mit dem Video. Ich verlinke euch das Produkt, was ihr hier kaufen könnt, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung von Amazon jetzt einfach. Ihr könnt es, weiß gar nicht, ob ihr es auch auf der Webseite kaufen könnt, aber ich habe es jetzt über Amazon gekauft. Habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, ihr habt eine Garantie, ihr habt eine Rücksendung, alles möglich. Einziger kleiner Haken, den die ganze Nummer hat, das erwähne ich noch zum Schluss, bevor ich es vergesse, und zwar, diese App ist ein Jahresabo. Das heißt, die kostet Geld. Ja. Und ja, ich sag mal, für den Leistungsumfang, den das jetzt alles hat, ist das nicht wenig. Ich glaube, es waren ein paar 30 Euro oder sowas. Im Jahr könnt ihr aber selbst noch entscheiden. Ihr könnt das gerne erstmal testen vorab. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, es sich 30 Tage kostenlos zu testen. Das bedeutet, am Anfang kostet es euch erstmal nichts. Ihr müsst es dann direkt wieder kündigen, das Abo wahrscheinlich. Und dann, ja, wir haben es bis jetzt auch noch nicht bezahlt. Wir haben einfach nur getestet. Und es macht schon Spaß, die Daten auszulesen. Und ja, im Jahr ist es auch nicht unbedingt jetzt viel. Vielleicht wird da auch noch ein bisschen noch ausgebaut, dass man noch mehr Daten rausbekommt. Vielleicht wird es noch optimiert. Bis jetzt kam noch kein Update, seitdem ich das nutze. Aber ich finde es interessant, allein schon die Batterietemperatur sehen zu können. Mal das Flugzeug hier. Wir fahren gerade am Frankfurter Flughafen vorbei. Ja, jetzt bin ich tatsächlich am Ende des Videos angelangt. Aus dem kleinen Fiat 500e mit Lea am Steuer. Sie liebt das Auto, ich finde es auch total cool. Und ja, ich hoffe, diese Information hat euch was gebracht und gefallen. Vielleicht habt ihr selbst Interesse daran, es euch mal reinzuziehen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave und eure Lea. Ciao. Tschüss. Ja, und falls sich jetzt jemand gewundert hat, warum diese Kalkulation noch nicht so genau war, jetzt hier mit den 95 Kilometern, wo er angeblich schon fast leer ankommt. Zum einen muss er erstmal während der Fahrt kalkulieren, was für einen Verbrauch haben wir denn jetzt tatsächlich. Und zum anderen hat er ja gesagt, bis 130 km/h. Und 130 km/h ist dann schon eine Geschwindigkeit, wo das Fahrzeug dann auch nicht mehr so effizient ist, muss man dazu sagen. Deswegen nur als kleine Erklärung nebenbei.